Herzlich willkommen zurück zur Final Fantasy Lore. Mein Name ist Blackwitch und wir bearbeiten heute den Charakter Sarah Farron. Legen wir mal direkt los und wünschen euch viel Spaß. Sarah Farron ist ein Charakter aus Final Fantasy 13, Final Fantasy 13 2 und Lightning Returns. Sie ist ein junges Mädchen mit derselben pink-roten Haarfarbe wie ihrer Schwester Lightning. Sie ist ebenfalls Lightnings letzte Verwandte, nachdem ihre Eltern starben. Sarah ist außerdem Snows Verlobte, der wiederum von Lightning beschuldigt wird, Sarah nicht beschützt zu haben. Des Weiteren ist sie eine LC und hat das Zeichen auf ihren Arm, welches sie jedoch mit einem Verband verdeckt. Sie ist zwar kein spielbarer Charakter, aber der Großteil der Geschichte von Final Fantasy XIII dreht sich genau um sie. Sie ist der Grund, warum Snow und die anderen Charaktere ebenfalls zu LC werden. Der Lightning versucht, sie zu retten und aus Rache den Force Anima angreift. Sarah stellt ihrer Schwester Lightning ihren Freund Snow vor. Allerdings reagiert sie sehr schlecht, weil sie Snow bereits kennt und seine Bande Team Nora für rücksichtslose Jugendliche hält, die nur Unfug anstellen, schwache Monster besiegen und sich dafür feiern lassen. Sie hält ihn für verantwortungslos und empfiehlt ihrer Schwester, dringend die Beziehung zu überdenken. Sarah wird dadurch schwer gekränkt und zieht sich zurück. Am Tag darauf spaziert sie gedankenverloren durch Bodum und nähert sich, wie von einer inneren Stimme getrieben, dem Palsy Residuum, das vor 2 Tagen seine versiegelten Eingänge öffnete. Sie erkundet leichtfertig das Innere und wird prompt von Palsy Anima zu einer SC auserkoren. Fang und Vanille finden sie bewusstlos, tragen sie ins Freie und bleiben bei ihr, bis sie wieder zu sich kommt. Sie geben sich die Schuld für Sarahs Schicksal, weil sie glauben, Anima habe Sarah deshalb als seine neue LC auserwählt, weil sie sich beide nicht als würdig erwiesen haben. Sarah versteckt seitdem ihr Stigma unter einem Verband, weil sie sich nicht traut, es ihren Angehörigen zu erzählen. In ihrer Vision sah sie ein fürchterliches Wesen, das Cocoon zerstörte und vermutet daher, dass dies ihre Bestimmung sei. Um Snow zu beschützen, beschließt sie sich, von ihm zu trennen. Sie berichtet ihm, dass sie eine LC sei und hinterlässt ihn aufgelöst und verwirrt. Erst ist Snow eine Weile lang am Boden zerstört, dann rennt er ihr jedoch hinterher und findet sie auf einem Holzsteg am Strand, als die Sonne eben untergeht. Er schwört ihr seine Liebe und verspricht, für immer bei ihr zu bleiben, komme, was wolle, während sich die beiden umarmen. 2 Tage später trifft Sarah zufällig Vanille am Strand, als diese vor ihrer Bestimmung zu fliehen versucht. Sie entschloss sich, das Diktat der Bestimmung nicht zu erfüllen und ihr Ende als Seed abzuwarten. Die beiden setzen sich während dem Sonnenuntergang in den Sand. Vanille erklärt, dass er jemanden gesucht habe und sich wirklich entschuldigen müsse, aber ihr fehlten die richtigen Worte. Sie meint Feng, aber er erwähnt den Namen nicht. Sie habe deswegen sogar Albträume. Sarah meint, dass das hart sein müsse und dass sie es später verarbeiten könne, wenn es ihr zu viel werde. Denn manche Dinge erschienen aus der Ferne betrachtet leichter. Auch sie versuche in letzter Zeit etwas von ihr fernzuhalten. Sie träumte, die Welt zu vernichten. Aus Angst lief sie davon und brauchte eine Zeit für sich. Aber ihr Freund lief hinterher, worauf sie verstand, dass Wegrennen und seinen Lieben Kummer zu bereiten keine Liebe ist. Sie auszugrenzen schützt sie nicht, sondern verletzt sie nur noch mehr. Wichtig sei, dass sie Leute habe, auf die sie sich verlassen kann und dass sie es deswegen durchstehen werde. Die beiden bekräftigten sich bei ihren Vorhaben, dann berührte Vanille Sarahs Stigma, entschuldigte sich schluchzend und fällt vor ihr auf die Knie. Ihr fehlt jedoch der Mut, Sarah zu sagen, dass sie für ihr Schicksal verantwortlich ist. Sarah meint, sie entschuldige sich bei der falschen Person und dass sie die richtigen Worte schon finden werde. Durch Sarahs Worte wird Vanille bekräftigt, ihre Bestimmung nicht zu erfüllen. Am nächsten Tag kauft Sarah ein Geburtstagsgeschenk für Lightning und wählt ein verziertes Messer, das Lightning bei ihrem gefährlichen Beruf beim Militär als Glücksbringer dienen soll. Dabei möchte sie ihr auch gleich von ihrer Bestimmung erzählen.
Snow besorgt unterdessen zwei Halsketten für sich und Sarah, die er ihr als Verlobungsgeschenk überreichen möchte, ohne dass sie davon weiß. Beim Feuerwerk in Bodum verloben sich die beiden, als sie auf einem schwebenden Gleiter, einer Art fliegendem Motorrad, durch das Feuerwerk fliegen. Snow verspricht ihr, sie immer zu beschützen und dass sie gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Bestimmung aufdecken können. In diesem Moment der Besinnung und der Freude genießen die beiden ihr Zusammensein, doch schon am nächsten Tag wird alles anders. Es ist Lightnings Geburtstag und Sarah beichtet ihr, dass sie zu einer Essie wurde und obendrauf noch, dass sie Snow heiraten wolle. Lightning ist entsetzt, wütend und fassungslos über so wenig Weitsicht. Snows leere Versprechungen machen es nur noch schlimmer und sie wirft beide aus dem Haus. Sarah weint und ist zutiefst verletzt. Und Snow versucht sie zu trösten, aber sie müssen kurz darauf schon vor Psi-Com-Soldaten fliehen, die hinter Sarah her sind, weil sie als SC eine Bedrohung für Bodums Sicherheit darstellt. Das Sanctum rief die Purgatium aus, nachdem der Porci-Forci Anima in Residuum entdeckt wurde. Auf einem Schwebegleiter weichen sie den Feuersalven aus und werden zum Puls Residuum gedrängt. Der Gleiter erleidet einige Treffer und beginnt zu rauchen. Also fliegt Snow Sarah auf einen Balkon des Residuums in vermeintlicher Sicherheit. Doch sie wird von einer silbrigen Flüssigkeit ins Innere gezogen. Snow verfehlt ihre ausgestreckte Hand nur knapp und Bruch landet am Strand. Er ist also dafür verantwortlich, dass Sarah ins Residuum gelangt, berichtet den Vorfall Lightning und macht sich sofort zu ihrer Rettung auf. Final Fantasy 13. Sarah liegt nun inmitten des Residuums bewusstlos am Boden, bis Lightning, Snow, Hope und Vanille zu ihr stoßen. Snow ist erleichtert, Sarah wiederzusehen, kniet zu ihr hin und ergreift ihre Hand. Sarahs letzte Worte lauten, dass sie jemanden retten könne, ohne genau zu sagen, wer oder was gemeint ist. Sie beginnt zu schweben, während sie leuchtet und sich langsam in Kristall verwandelt, weil sie ihre Bestimmung erfüllt hat. Snow trägt von nun an ihren Kristall bei sich, der die Form einer blauen Träne hat. Das Residuum stürzt im Verlauf ab, weil Anima besiegt wird. Sarahs Kristall landet auf der Oberfläche des kristallierten Brescia-Sees, wo sie von Snow gefunden wird. Er versucht, sie sofort frei zu hacken und findet Unterstützung von Chas und Vanille. Lightning aber schließt innerlich mit Sarah ab und kehrt ihr den Rücken, weil sie jederzeit vom Zikum überfallen werden könnten und deshalb in Bewegung bleiben müssen. Alle stimmen ihr zu, aber Snow bleibt hartnäckig. Während er nun alleine weiterhackt, wird er tatsächlich von Zikum gefunden und überwältigt. Fang bringt ihn und Sarahs Kristall an Bord der Lindblumen zu Brigadegeneral Sid Rains. Bis zum Finale bleibt sie hier. Einen vermeintlichen Auftritt hat sie noch in Neuaba, als die Hauptfiguren dorthin reisen, jedoch ist es in Wahrheit Vartandellus, der Sarahs Gestalt wählt, um die SC zu täuschen. Er referiert über Ragnarök und versucht, die SC zu überzeugen, sich ihrem Schicksal zu beugen. Nach dem Kampf gegen Orphanus und Kokons Ende wird der SC-Fluch aufgehoben und Sarah sowie Dutch sind keine Kristalle mehr. Sarah kommt aus der Ferne zu Lightning und fällt in ihre Arme. Beide sind erleichtert und Sarah meint, Lightning vermisst zu haben, woraufhin sich Lightning bei ihr entschuldigt. Snow funkt dazwischen, weil es nicht die Zeit für Entschuldigungen sei, sondern für eine Hochzeitsplanung. Am Ende schwört Snow zu Lightning, dass er Sarah glücklich machen werde und sie glaubt ihm und gratuliert ihnen. Final Fantasy 13.2. Sarah sah damals zwei Visionen der Realität. Die erste, wo sie und Lightning sich wieder begegneten und wieder vereint waren, und die zweite, in der jeder glaubt, Sarahs Schwester sei in der Kristallsäule. Diese zwei Realitäten sind Wirklichkeit geworden und keiner glaubt ihr, außer Snow. Dieser macht sich auf die Suche nach ihr und verspricht, nur mit ihr wiederzukommen. Als Zeichen seines Versprechens gibt er ihr seine Verlobungskette. 3 Jahre sind seitdem vergangen. Sarah träumt eines Nachts von Lightning, der einen erbitterten Kampf führt. Außerdem sieht sie einen jungen Mann. Als sie aufwacht, befindet sich Neobodom im Chaos. Monster greifen die Bevölkerung an. Sarah bittet Lightning um Hilfe, doch stattdessen kommt Labrieux auf sie zu und sagt ihr, sie solle auf sich selbst aufpassen, da Lightning tot sei. Als Labrieux verletzt wird, erscheint der Junge aus Sarahs Träumen. Er überreicht ihr Mok, den Mokri, der sich in eine Waffe verwandeln kann. Als sie erfährt, dass es ein Geschenk von Lightning ist, kann sie ihren Ohren nicht glauben. Der Junge stellt sich als Noel Kreis vor. Er kommt aus der Zukunft, 700 Jahre nach dem Sturz Kokuns. In seiner Zeit gibt es kein Kakun mehr und er ist der Letzte der menschlichen Rasse. Er erklärt ihr, dass sie zusammen durch die Zeit reisen können und dass am Ende Lightning auf sie warten würde.
Die Mitglieder von Team Nora scheinen erst skeptisch, doch Sarah vertraut Noelle. Zusammen begeben sie sich mit der Hilfe eines Artefaktes, welches die Zeitportale öffnet, auf die Reise durch ein Zeitportal. Sie finden sich in den Brescia-Ruinen wieder, doch kaum sind sie da, werden sie von einer riesigen Hand angegriffen. Mit Mühe besiegen sie sie, doch werden gleich von den Soldaten gefangen genommen. Es stellt sich heraus, dass es Soldaten der Akademie sind, der Regierung. Und noch verblüffender, beide befinden sich im JS5. Alissa befreit die beiden. Sie möchte, dass die beiden tiefer in die Ruinen gehen. Dort angekommen, kämpfen sie gegen Atlas. Danach entdecken sie dort einen Friedhof. Alissa sagt zu den beiden, dass ihre Freundin begraben liege, die vor 5 Jahren während der Purgation gestorben sei. Erleichtert, dass sie helfen konnte, verlassen Noelle und Sarah die Ruinen. Sie reisen durch die Zeit und finden sich im Yasha-Massiv wieder. Die Eklipse hat gerade begonnen. Daher schließen sie, dass sie sich im JS 200 befinden. Doch das stimmt nicht. Durch das Paradox trifft dies 190 Jahre früher ein, also in JS 10. Sie begegnen Hope, der zum Direktor der Akademie aufgestiegen ist. Er zeigt ihnen mit dem Orakel die aufgezeichnete Prophezeiung. Dort sieht man, wie Lightning gegen Kaios kämpft. Nun ist sich Sarah sicher, Lightning ist am Leben. Sie reisen weiter nach Oerba, JS 200, welches sich zwischen der Zukunft und der Vergangenheit befindet. Zusammen lösen sie alle Paradoxe. Sie sehen noch ein Orakel und bestätigen es, woraufhin sie eine weitere Prophezeiung sehen. Chaos erscheint und bekämpft die beiden. Sie verlieren. Aber bevor Chaos sie töten kann, sagt Jule, die sich in seiner Begleitung befindet, dass die Vergangenheit bereits verändert worden ist. Jule warnt sie, dass wenn man die Zukunft verändert, sich auch die Vergangenheit ändert. Danach verschwinden beide wieder. Noel scheint komisch zu sein, als er Jule gesehen hat, doch er möchte nicht darüber reden. Ihr nächstes Ziel, das Yasha-Massiv, dieses Mal in einer veränderten Zeit im Jahre 1X. Dort begegnen sie erneut Jule, die sich als eine andere Jule herausstellt. Sie sagt, dass Sarah und Jule ähnlich sind. Ihre verwirrenden Worte versteht Sarah nicht. Sie gehen weiter und treffen wieder auf Hope, der trotz der fehlenden Erinnerung an das letzte Gespräch jedes Wort glaubt. Er zeigt ihnen außerdem eine weitere Prophezeiung, in welcher Chaos Cocoon zerstört. Alle drei setzen sich das Ziel, dass sie Cocoon retten wollen. In der Sphäre des Jenseits ruhen sich die beiden aus. Danach gehen sie zum Auenwald von Sunlet 300 JS. Dort angekommen erteilt Sarah eine Vision, in der Snow entkräftet angegriffen wird. Voller Panik eilt sie mit Noel dorthin. Und tatsächlich liegt dort Snow verwundet, aber bei klarem Bewusstsein. Er kann nicht glauben, dass Sarah da ist, aber er muss sich aufrappeln, denn der Kampf geht weiter. Zusammen bekämpfen sie ein furchtbares Monster namens Kaiser Pudding. Sie bezwingen ihn, doch die Pudding-Armee baut sich zu einem neuen Kaiser Pudding auf, also ergreifen sie die Flucht. Sie versuchen, ein Artefakt zu finden, um weiterzureisen, denn die Puddinge bedrohen die Kristallsäule. Lightning erschien Snow im Traum, weswegen er auch hierher gereist war. Sie finden ein Artefakt, doch nur Sarah und Noelle können es benutzen. Sie reisen durch die Zeit und suchen den Ursprung der Puddinge. In einem Kolosseum will sie eine seltsame Macht vertreiben, doch sie wollen nur gehen, wenn sie ein Artefakt bekommen. So bekommen sie die weiße Lochgemme. Sie reisen zurück nach Sunlet und von dort aus weiter in ein unbekanntes Jahr, zur Aschillet-Steppe. Dort müssen die Jäger ums Überleben kämpfen, da die Puddinge auf merkwürdige Weise verschwinden. Sarah und Noel lösen das Problem, indem sie Feral besiegen, der die schwarze Lochgemme verschluckt hat. Damit konnten die Puddinge aus der Zeit nach Sunlet gelangen. Dort wieder angekommen, ist der Kaiser-Pudding verschwunden. Sie besiegen den übrig gebliebenen Mutationspudding und heben dadurch das Paradoxon auf. Noel prangert Snow für sein Verhalten an, dass er Sarah nicht auf diese Weise beschützen kann, indem er sich Hals über Kopf in ein Abenteuer stürzt. Snow verteidigt sich und sagt, dass Noel doch auf Sarah aufpasse, und vor Sarahs Augen beginnt sich Snow aufzulösen. Noel erklärt, dass die Zeitlinie alles wiederherstellt, was bedeutet, dass Snow, der hier nicht hingehört, verschwindet. Sarah will unter Tränen ihn nicht gehen lassen, doch sie kann nichts machen. Sie hofft, dass sie ihn wieder sieht. In der Sphäre des Jenseits ruhen sich die beiden nochmal aus und bereiten sich auf den Rest ihrer Reise vor. Der nächste Ort ist Academia, JS 400. Beide sind beeindruckt von der Größe der Stadt, als sich plötzlich die Menschen um sie herum in Ziet verwandeln. Sarah und Noel kämpfen sich durch, bis plötzlich Chaos erscheint und sie beschuldigt, ein Paradoxon zu verursachen. Sie sollten eigentlich im Turm von Augusta gestorben sein, nachdem sie die verbotene Geschichte gehört hatten. Während sie ihm folgten, sehen sie Yul vor sich. Diese wird brutal von Zenobia attackiert. Noel gerät in Rage und besiegt den Ziet.
Unter Tränen muss er mit ansehen, wie Yul stirbt. Sarah bemerkt traurig, dass Kaius doch recht hatte und dass die beiden ein Paradoxon verursachen. Sie lassen die tote Yul zurück und reisen zum Turm von Augusta im Jahre 200 JS. Dort sehen sie Kaius, aber sie können nicht zu ihm gelangen, da sich der Schlüssel zu diesem Bereich in einer anderen Zeit befindet. Sie reisen 100 Jahre in die Zukunft, finden dort den Schlüssel und kehren zurück. Aber nun steht dort Alyssa, die eigentlich hätte tot sein sollen. Zudem benimmt sie sich anders. Sie erklärt, dass sie nur ein Duplikat sei. Plötzlich sehen beide eine Vision. In dieser wären die echte Alyssa und der echte Hope in 13 JS von Maschinen angegriffen. Die duplizierte Alyssa erklärt, dass Hope das Proto-4C-Projekt angefangen hätte, doch es wurde als Gefahr eingestuft und zerstört. Nun sollte auch Terra und Noelle sterben. Sie schafften es dennoch, sich zur obersten Etage durchzuschlagen. Dort sehen sie Yul, die gleiche Yul, die sie in Uyaba getroffen hatten. Diejenige, die in Akademia gestorben ist, war eine andere. Sie erklärte ihnen, dass der Proto-4C Adam für ihre Geschehnisse in Akademia 400 JS verantwortlich war. Er stuft die beiden als Gefahr ein und ein Sicherheitsprogramm trat in Kraft, weswegen alle Menschen zu Seed wurden. Sie müssen Adam vernichten und bekämpfen ihn auch, doch er erneuert sich ständig wieder. Deswegen schimpft die verzweifelte Sarah mit einem imaginären Hope und auf einmal verschwindet der 4C. Sarah glaubt, dass Hope sie erhört hatte. Nach dem Kampf erklärt Joel, dass die Zukunft verändert worden sei. Kaios an Academia war nichts als eine Illusion des 4C. Außerdem sagt sie, dass Joel keinen Orakel mehr brauche, da sie Kaius hat, der sich jede Prophezeiung merkt. Sie sagt, er sei unsterblich, da sich in ihm das Herz des Chaos befände. Danach verlassen sie den Turm von Augusta. Sie finden sich in Academia 4XXJS wieder. Alles ist wieder normal. Sie treffen Hope und Alyssa wieder, die mit der Hilfe eines Gravitationsfeldes in die Zukunft gereist sind und ein neues Cocoon zu bauen planen, falls das alte abstürzt. Aber dieses Vorhaben braucht fünf Generationskerne, die Sarah und Noel beschaffen. Dann verabschieden sich die beiden von Alyssa und Hope reist mit Alyssas Artefakt durch die Zeit. Doch in der Chronosphäre läuft einiges schief, sodass sich Sarah alleine in der Sphäre des Jenseits wiederfindet. Dort redet sie mit Jule, die ihr mehr über das Schicksal einer Zeitseherin erzählt. Diese dürfe niemals ihr eigenes Schicksal abwenden, denn sonst würde es jemand anderes treffen. Auch Saius erscheint und kämpft gegen Sarah. Er durchbohrt sie und will, dass sie sich in ihrem Herzenswunsch ergibt. Sie wacht in Neobodum auf. Alles scheint normal zu sein. Als sie jedoch nach Noel oder der Zeitreise fragt, erinnert sich keiner. Selbst Snow nicht. Sarah läuft vollkommen verwirrt weg und plötzlich steht Lightning neben ihr. Sie bittet sie, dass sie mitkomme, doch Sarah lehnt ab. In dem Moment hört Sarah eine vertraute Stimme, die sie zu dem Ort lockt, wo der Meteorit hätte einschlagen sollen. Dort erscheinen Fang und Vanille und zeigen ihr ein Portal aus diesem Traum, bevor sie anschließend verschwinden. Nachdem sie es durchschreitet, findet sie sich in der sterbenden Welt 700 JS wieder, wo sie die Geschichte von Noel betrachtet. Sie fühlt nur ihr Schmerz, als dieser gegen einen Meteor-Chaos kämpft, als dieser dann verschwindet und als Yul mit einem Lächeln in Noels Arm stirbt. Als er sich auf die Reise macht, trifft er auf Sarah. Beide kämpfen dann gegen das Ungetüm Gogmagog. Als der Kampf vorbei ist, weigert sich Noel, Sarah weiter zu begleiten. Er weiß nun, dass Sarah auch die Zeitlinie sehen kann. Wenn sie weiterhin diese verändern, wird Sarahs Lebenskraft bei jeder Vision weniger. Doch Sarah stellt sich dieser Prüfung. Sie hat von Yul gelernt, dass man sein eigenes Schicksal nicht abwenden darf. Sie reisen beide nach Neobodum 700 JS. Dort treffen sie die echte Lightning. Sarah ist überglücklich, sie endlich zu sehen. Doch Lightning ist nur aus einem bestimmten Grund hier. Sie will die Geschichte erzählen, die vor 700 Jahren passierte. An diesem Tag wurde sie von Chaos nach Valhalla gezogen, wo sie im Namen Etrus Chaos kämpft, der Cocoon gegen das neue Cocoon schmettern möchte. Mit dem daraus resultierenden Menschenopfern soll das Seelentor so weit geöffnet werden, dass das Chaos die sichtbare Welt verschluckt. Damit wäre Zeit bedeutungslos. Sie bittet Sarah, dies zu verhindern. Auf die Frage, ob sie und Lightning sich wiedersehen, lächelt Lightning und sagt, dass alles schön der Reihe nach gemacht werden müsse. In Academia 500 JS soll Bunnywels, das neue Cocoon, endlich in den Himmel steigen. Doch Chaos greift ein und versucht Sarah und Noel zu töten. Nach einem bitteren Kampf folgen sie ihm nach Valhalla, wo der finale Kampf stattfinden soll. Sie verlieren und fallen in das Chaos. Doch dann erscheint Lightning und befreit sie wieder.
Chaos verwandelt sich in seine drei Formen von Bahamut und bekämpft sie. Doch Noel und Sarah siegen. Chaos provoziert die beiden, damit sie ihn töten. Selbst bei der Drohung, dass er Lightning bereits getötet hat, bleibt Noel ruhig. Erst als Sarah eingreift, verteidigt Noel sie. Er will Chaos nicht töten, doch dieser nimmt Noels Klinge, rammt sie durch sein Herz und stirbt. Auf einmal tauchen Portale auf. Die beiden Helden durchschreiten diese und finden sich wieder in 500 JS. Sie sehen zu Bunwils hoch, dem neuen Kakun, und ihre Erleichterung ist grenzenlos. Sarah ahnt, dass die Zeit bald kommen wird. Sie bedankt sich bei Noel, bevor sie eine Vision empfängt. Diese zeigt ihr die gesamte Zukunft und diese Vision bringt sie auch um. Sie stirbt in Noels Armen, der sich wieder die Schuld gibt, da ja auch Sarah nicht beschützen könnte. Lightning Returns, Final Fantasy XIII. In Lightning Returns bleibt Sarahs Schicksal lange Zeit unklar. Erst gegen Ende hin wird enthüllt, dass sich ihre Seele die ganze Zeit über in Lumina befand. Zunächst ruht ihre Seele an der Seite von Lightning in dem Kristall, an den diese sich gebunden hatte. Jedoch wird sie dann von Boons Will entfernt, der sie achtlos ins Chaos wirft, wo sie dann auf den von Lightning abgespalteten Teil trifft. Dieser hüllt Sarahs Seele ein, um sie zu schützen, und so bilden sich gemeinsame Lumina. Als Lightning und die anderen gegen Bunnivels kämpfen, um ihn vor der Zerstörung der neuen Welt abzuhalten, trifft Sarah gemeinsam mit Chas, Dash und den Seelen der Menschheit ein. Nach der kurzen Wiedersehensfreude ist sie dabei behilflich, Bunnivels endgültig zu schlagen, bevor sie gemeinsam mit den anderen vereint in die neue Heimat zieht. Eine andere Sarah taucht ebenfalls in Lightning Returns auf und ist eine von Bunnivels geschaffenen exakten Kopien. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass sie, anders als das Original, keine Seele hat. Dies liegt an Bunnivels Unfähigkeit, das Chaos wahrzunehmen, sodass dieser nicht in der Lage ist, Seelen zu erschaffen. Sie taucht im Verlauf der verbleibenden Tage Nova Chrysalias mehrmals auf und wird von Bunnivels als Druckmittel verwendet, um Lightning dazu zu zwingen, für ihn als Erlöserin zu agieren. Diese weiß zunächst nicht, dass diese Sarah nur eine Kopie ist. Unabhängig von Bunnivels entwickelt diese Sarah jedoch trotz der fehlenden Seele eigene Gefühle und hilft Lightning daher aus eigenem Antrieb im späteren Verlauf des Spiels. Als Lightning nach ihrem Sieg über Bunnivels im Chaos gelandet ist, hat sie sich bereits mit ihrer Rolle als neue Todesgöttin abgefunden. In dem Augenblick taucht jedoch Sarah auf und macht ihr bewusst, dass sie sich trotz allem nach ihren Freunden und deren Nähe sehnt. Lightning gesteht sich ihrer wahren Gefühle ein und kann nun ihre schwache, verletzliche und gefühlvolle Seite akzeptieren, sodass Lumina wieder zu ihr zurückkehrt und die beiden wieder eins werden. Okay, das war's soweit von dieser Final Fantasy Lore. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, mich für etwaige falsch ausgesprochene Namen, ich komme da immer noch rein. Das wird auch noch eine Weile dauern, weil in jedem Final Teil kommt bestimmt ein Name vor, den ich noch nicht kenne. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Lores, Vorlesungen, whatever wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Blackwitch. Tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Und bis dahin alles Gute und tschüss.